gucken, was jetzt im Qualifying noch möglich ist. Ich hoffe mal keinen Autoschaden. Alter, wenn ich ja das Feld von hinten aufräumen muss, dann bin ich richtig traurig. Herzlich willkommen zum nächsten Grand Prix zu Monaco für Arme. Wir sind in Aserbaidschan, auch hier sind die Mauern ganz, ganz nah. Qualifying steht an, es scheint trocken zu sein und mit von der Partie der Fabian und der Norik. Hallihallo. Hi. Monaco für Arme, geil. Ja, na was denn? Monaco für ganz, ganz Arme ist das, ja. Versucht halt einen auf Monaco machen, zu machen, die Strecke, aber ja. Ganz so eng ist es dann doch nicht, außer die Bergauffahrt zur Altstadt. Das ist wahrscheinlich die engste Stelle in der gesamten Formel 1. Ja, ist richtig widerwärtig, sowas. Alter, die Kurve nach der Box ist so widerlich auch. Darfst du die Curbs nicht mitnehmen? Ja. Ansonsten kostet dich das richtig viel Zeit. So ein zweiter Startplatz wäre klasse, dann stehe ich innen. Ich wäre auch mit der Pole zufrieden. Aber dann stehst du außen. Ist mir egal. Wirst du direkt in die Mauer gedrückt nach dem Start. Ich bin ein Startprofi. Ja, ihr zwei seid sowieso Startprofis. Wollt ihr eigentlich nebeneinander eure fliegende Runde machen oder wie sieht's aus bei euch? Ja. Mal schauen. Gerne. Ah, ihr seid super clever. Das gibt's gar nicht. Oh nee, ich hab jemanden vor mir. Dreck. Clever gelöst, Norik. Clever gelöst. Ich bin schon absolut schnell gefahren. Van Dorne, verpisse dich. Es ist Qualifying. Alter, der hat einen Balken. Der hackt übelst rum, ey. Richtig Schiss. Gott, seid ihr langsam. Ja, da. Es geht Donne. Was macht denn der aber auch? Was ist denn das? Der hat eine richtige Macke. Oh Gott. Bergauf habe ich ihn so überholt. Ja. Ich habe jetzt. Ja. Das ist richtig hart, Alter. Die Wand leicht berührt, zum Glück nichts passiert. Was hier gemacht wird. Bergauf überholt. Frisch riskant, ey. Der engsten Stelle überhaupt. Irgendwie muss man ja vorbeikommen. Viel Zeit gekostet, aber ist ja egal. So, ich habe zwar eine freie Runde gehabt, aber zufrieden bin ich nicht wirklich. Naja. Und jetzt in der zweiten Runde habe ich wahrscheinlich Van Dorn vor mir. Obwohl, der scheint in die Box zu fahren. Super, das war die schnellste Runde.
Der steckt doch schon wieder im Verkehr. Ja. Die Runde wird eh nichts, die ist jetzt schon fast eine Sekunde wieder langsamer. Boli, jetzt könnte ich gleich wieder was aufholen. Okay, das hat fast eine Sekunde gebracht jetzt. Oh mein Gott, was war denn das jetzt? Stroll. Der Stroll ist so eine widerwärtige Sau. Das gibt's gar nicht. Das gibt's nicht. Was ist denn da für Verkehr heute? Oh, jetzt war's fast vorbei. Oh, habe ich jetzt Angst bekommen. Was hast denn du schon wieder gemacht? Ja, ich habe in der Geraden, nach der Geraden dann Gas gegeben. Was? Also in der Kurve. Ihr habt keine Lust, dann nochmal eine Runde zu fahren, oder wie sieht's aus? Doch, ich bin schon wieder draußen. Ich hatte halt ich war ja schon drinnen. Runde. Ich glaube, Norik, du schaffst keine Runde mehr dann. Ja, ich konnte sonst nicht mehr, ich wollte da nicht reinbiegen, weil ich da gerade eine anderthalb Sekunde schneller war und mir dann den zweiten Platz vergattert habe. Außer du bist jetzt richtig schnell. Alter, nehmt die Heizdeck von den Rädern runter. Ich brauch sowieso andere. Die immer noch fürsorglich drauf gemacht werden. So, ich mach jetzt meine letzte Runde. Gerade alle rausfahren. Alter, wie viel Benzin hast du mitgenommen? Viel, damit ich habe jetzt noch 3,7 Runden übrig. Okay. Okay. Alles im grünen Bereich, Flo. Ist ja eine sehr alle im Verkehr. Richtig Verkehr ist hier. Kommst du gerade? Das gibt's nicht. Wer kommt denn hier gerade hinter mir? Ich versuch dir Platz zu machen. Ich fahre in die Auslaufzone. Ah, toll. Die Runde kann ich jetzt schon vergessen. Zum Glück schaffe ich vermutlich noch eine.
Nee, das gibt's echt nicht. Ich hätte die Auslaufzone fahren müssen, um Platz zu machen. Hättest du nicht mal gebraucht. Ja, ich dachte, du bist noch mal, vielleicht noch mal auf einer schnellen Runde, deswegen ja, ich dir Platz. Ja, das stimmt. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 44. Du hättest mir auch deine Linie zeigen können und ordentlich schnell fahren können. Nee, ich schon ja meine Reifen in der, ich schon ja meine Reifen in der Runde. Ja, mein Reifen ist halt dann nach dem 2-Runden-Lack vermutlich. Wenn jetzt noch eine schnelle dann kommt. Fabian, räum die mal hier vorne ab, ich will noch eine Runde fahren. Das bringt nichts, ich will ja auch noch eine fahren. Ja, okay, ich fahr doch keine mehr. Ich bin im Ericsson hinten drauf geknallt. Oh. Das ist aber auch ein Depp, wirklich. Das ist erbärmlich. So, ich lasse erstmal schön Platz. So richtig viel Platz. Weil das geht mir doch alles sehr auf den Sack, was ich hier sehe auf der Strecke. Ja, ich bin auch schon wieder ein bisschen im Verkehr, aber ich glaube, es geht noch, wenn die vor mir schnell fahren jetzt. Noch 30 Sekunden in dieser Session. ...0,1 Benzin habe ich noch übrig. Oh, geschafft noch gerade. Mit dem Benzin. Jetzt ist aber auch leer vermutlich. Oh. Oh, jawohl, es wird nochmal schneller. Ich kann mit frischeren Reifen starten. Und ich kann dann noch mit 2 Runden alten Reifen fahren. Toll. Ja, das Hauptsache wird wieder ich knapp. Hauptsache ich baue keine Scheiße am Start. Ja, ich bin das auch ganz toll. Vorsichtig.